Auto prallt auf LKW. 47-jähriger Beifahrer stirbt noch an der Unfallstelle. www.nordbayern.de berichtet, befuhr ein 50-Jähriger gemeinsam mit drei Mitfahrern die Autobahn von Nürnberg kommt gegen 6.30 Uhr in Fahrtrichtung Berlin. Kurz nach der Anschlussstelle Weidensees fuhr der Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Durch den Aufprall erlitt der Beifahrer schwerste Verletzungen. Trotz aller Bemühungen eines Notarztes verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die drei weiteren Insassen des PKW erlitten nur leichte Verletzungen. Der 54-jährige Lastwagenfahrer aus Nürnberg kam mit einem Schock davon. Zur Erklärung der Unfallursache kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger an die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme waren zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf rund 12.000 Euro.